Warum 90% aller Verkaufstrainings im Sande verlaufen und was Sie dagegen tun können. Nicht das, was wir wissen, macht uns erfolgreich, sondern das, was wir tun. Vor über 30 Jahren stellte das Unternehmensberatungs- und Trainingsunternehmen Franklin Covey in einer groß angelegten Studie fest, dass über 90% aller strategischen Verhaltensänderungsprojekte im Sande verlaufen. Verkaufstrainings sind Verhaltensveränderungsprojekte. Denn die Unternehmen wollen ja nicht nur, dass die Mitarbeiter danach irgendwas Neues wissen oder können, sondern sie wollen, dass sie etwas tun. Und wissen es nicht können und können es noch nicht tun. Sie wollen damit das Verhalten ändern, um dauerhaft bessere Ergebnisse zu erzeugen. Ferner ergab die Studie, dass diese Verhaltensänderungsinitiativen, Change-Projekte auch genannt, nicht daran scheiterten, dass das Ziel oder der Plan blöd waren, sondern einfach daran, dass die Strategie und der Plan nicht um- und durchgesetzt wurden. Die Gründe für diese fehlende Durchsetzung waren auch schnell gefunden. Die strategischen Ziele der Unternehmen waren den Mitarbeitern entweder nicht bekannt oder ihnen egal, oder es gab zu viele verwirrende oder konfliktierende Ziele. Oder die Mitarbeiter wussten nicht, was genau sie im Arbeitsalltag tun sollten, um diese Ziele zu erreichen. Aus dieser Analyse entwickelte Franklin Covey die Systematik der vier Disziplinen der Umsetzung, die mittlerweile bei tausenden Unternehmen mit großem Erfolg umgesetzt wurde und die wir bei Dutzenden Möbelhäusern einsetzen. Die vier Disziplinen der Umsetzung sind im Einzelnen. Disziplin Nummer 1, Konzentration auf 1, 2, maximal 3 extrem wichtige Ziele. Von uns werden die flapsig als Witz, very important Ziel abgekürzt. Disziplin Nummer 2, tägliches Messen und Verbessern von zukunftsweisenden, sogenannten Scheinwerferaktivitäten. Das sind konkrete, messbare Handlungen, die im Tagesgeschäft direkt kontrollierbar sind und die das Unternehmen in Richtung Witz, also very important Ziel, großes strategisches Ziel, voranbringen. Disziplin Nummer 3, die Arbeit mit einer motivierenden Anzeigetafel auf allen Ebenen der Unternehmung. Disziplin Nummer 4, systematische Rechenschaft und Kontrolle über die Scheinwerferaktivitäten und über die resultierenden Veränderungen der Witzkennzahlen, der strategischen Kennzahlen. In kurzen sogenannten Witzbesprechungen. Was ist denn ein Witz? Das heißt ein extrem wichtiges strategisches Ziel, fragen Sie vielleicht. Einfach nur mehr Umsatz machen als letztes Jahr ist kein strategisches Ziel. Umsatz ist wie Sauerstoff. Ohne Umsatz ist das Unternehmen tot. Ein strategisches Ziel geht weit über das Tagesgeschäft hinaus. Es nutzt die speziellen Fähigkeiten genau dieses Unternehmens optimal. Es hat weitreichende Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung des Umsatzes, des Gewinns, der Liquidität und auf die Position im Markt. Ein wirklich wichtiges Ziel, ein Witz, begeistert und mobilisiert die Inhaber, die Mitarbeiter, aber auch die Kunden und Lieferanten des Unternehmens. Für den mittelständischen Möbelhandel ist ein solches Witz, ein solches strategisches Ziel die Verbesserung der Abschöpfungsquote durch einen wertschätzenden und menschlichen Umgang mit den Verkäufern. Denn dieser veränderte Umgang der Führungskräfte mit den Verkäufern bewirkt, dass die Verkäufer ein ebensolches Verhalten gegenüber den Möbelhausbesuchern an den Tag legen. Ein weiteres Beispiel für einen Witz ist die erhöhte Kundenloyalität durch Kundenzufriedenheit. Das Problem mit diesen strategischen Zielen ist, dass man sie im Tagesgeschäft nicht direkt beeinflussen und immer nur im Nachhinein messen kann. Daher nennen wir sie auch Rückspiegelkennzahlen. Lassen Sie uns die vier Disziplinen-Systematik am Beispiel des deutschen Volkssports Abnehmen erklären. Das Witz eines mit 100 Kilo etwas übergewichtigen Büromenschen könnte sein, wieder fit, energiegeladen und attraktiv zu werden. Dies macht er an einem Körpergewicht von 80 Kilo fest, das er innerhalb von einem Jahr erreichen will. Das Gewicht auf der Waage ist die Witzkennzahl. Sich einfach nur vorzunehmen, dass das Gewicht um 20 Kilo sinken muss, haut bekanntlich nicht gut hin. Das bringt uns zur nächsten Disziplin der täglichen Arbeit an Scheinwerferaktivitäten oder Scheinwerferkennzahlen. Was sind die täglich messbaren und beeinflussbaren Ursachenkennzahlen oder Scheinwerferaktivitäten, die uns unserem großen Ziel, dem Witz, näher bringen? Beim Thema Abnehmen sind sich die meisten Menschen einig, dass man weniger essen sollte und sich mehr bewegen muss, als man es vorher getan hat. Damit beeinflusst man langfristig das Gewicht auf der Waage. Unser motivierter Büromensch könnte also zum Beispiel mit einer Smartphone-App jedes Essen abfotografieren, bevor er es isst, und täglich die konsumierte Kalorienzahl schätzen lassen, um diese dann zu senken natürlich. Außerdem aktiviert er auf seinem Smartphone den Schrittzähler und nimmt sich vor, jeden Tag mindestens 100 Schritte mehr zu machen als am Vortag.
bis er die empfohlene Mindestmenge von 10.000 Schritten pro Tag erreicht. Warum haut es trotz der guten Vorsätze und des guten Plans oft nicht hin? Die meisten Menschen wiegen 5 Jahre, nachdem sie die erste Diät gemacht haben, mehr. Weil die nächste Disziplin fehlt, die tägliche Analyse der motivierenden Anzeigetafel. Die motivierende Anzeigetafel zeigt den Verlauf der WIZ, das heißt der Ergebniskennzahl, in unserem Beispiel des Körpergewichts. Aber auch die Ziellinie, das heißt den Verlauf, der notwendig ist, um das Ziel innerhalb der gesetzten Frist innerhalb von einem Jahr zu erreichen. Hier eine mögliche motivierende Anzeigetafel für unseren Abnehmer. Wir sehen hier nebeneinander den Gewichtsverlauf, den wir anstreben, die Scheinwerferaktivität, Schritte pro Tag und den aktuellen Stand, das heißt, wo sind wir? Auf einen Blick. Außerdem zeigt diese Anzeigetafel die Entwicklung der Scheinwerfer- oder Ursachenkennzahlen und die entsprechenden Tagesvorgaben. Zum Beispiel, ich muss unter 1800 Kalorien pro Tag bleiben und über 10.000 Schritte pro Tag machen. Wie Sie an den Bildern sehen, ist im Bereich Sport, Abnehmen und Gesundheit das Prinzip der 4 Disziplinen von pfiffigen App-Herstellern sehr gut verstanden und umgesetzt worden. Bei Unternehmenssoftware fehlt es aber an motivierender grafischer Darstellung oft noch gewaltig. Denken Sie mal an MHS und andere Systeme. Zurück zu unserem figurbewussten Mann. Er hat auf seiner Anzeigetafel den Verlauf von 100 Kilo auf 80 innerhalb von 12 Monaten gekennzeichnet. Das sehen Sie oben links. Er muss jeden Monat 1,7 Kilo, das heißt pro Woche ungefähr 400 Gramm abnehmen. Stellt fest, dass er diese Woche über der Linie liegt. Das heißt, er hat nicht genug abgenommen. Bild oben links. Er schaut auf der Grafik seiner Scheinwerferkennzahlen. Seine 10.000 Schritte hat er gemacht. Er legt also fest, dass er kommende Woche 1.000 Schritte pro Tag mehr machen muss. Und um nächste Woche zu überprüfen, ob das genug war oder ob er nachsteuern muss. Wenn man Ziele erreichen will, ist es absolut notwendig zu wissen, wo man steht, ob man im Plan liegt, ob man Fortschritte macht und was funktioniert und was nicht. Genau diese Information muss die motivierende Anzeigetafel liefern. Die 4. Disziplin ist die WIZ-Besprechung. Das heißt, die regelmäßige, tägliche oder wöchentliche Betrachtung der Anzeigetafeln und das Rechenschaft ablegen über das, was man an Aktivitäten in das große Projekt hereingesteckt hat. Was hat jeder Mitarbeiter an konkret messbaren Aktivitäten, das heißt an Scheinwerferaktivitäten, reingesteckt, um dem großen strategischen Ziel, dem WIZ, näher zu kommen? Und wie hat sich die WIZ-Kennzahl daraufhin bewegt? Mit anderen Worten, haben wir das getan, was wir gesagt haben, und funktioniert das, was wir tun? Unser gewichtsbewusster Beispielmensch würde sich vielleicht mit seiner Weight Watcher-Gruppe treffen, wo er und die anderen feierlich gewogen werden. Das ist die WIZ-Kennzahl. Und sie über die Kalorienrechenschaft ablegen, die sie in der Woche gegessen haben. Scheinwerferkennzahl. Für eine WIZ-Besprechung gelten folgende wichtige Regeln, wenn Sie das mit Ihren Mitarbeitern einführen wollen. Sie muss regelmäßig stattfinden und kurz dauern. Es geht ausschließlich um das große Ziel, nicht um das Tagesgeschäft. Jeder legt Rechenschaft ab. Folgendes habe ich getan und das hat Folgendes bewirkt. Jeder Teilnehmer legt fest, was er in der kommenden Woche konkret messbar anders oder besser machen wird. Ich mache einfach mein Tagesgeschäft, gilt hier nicht. Die Besprechung ist die Verantwortung aller. Sie kann von einem Teilnehmer moderiert werden und das sollte nicht immer der Chef sein. Die Teilnehmer sollten die WIZ-Besprechung motivierter verlassen, als sie begonnen haben. Und mindestens eine konkrete Verpflichtung zur Verhaltensveränderung eingegangen sein. Denn worauf wir uns verpflichtet haben vor anderen, das ziehen wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit durch. Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine Firma mit den 4 Disziplinen in einem realistischen Zeitraum fast jedes Ziel erreichen kann. Aber nur wenige Menschen und Organisationen bringen tatsächlich die Disziplin auf, den Ansatz wirklich zu verfolgen. So nehmen sich zum Beispiel 90% aller Menschen, die eine Diät beginnen, die nehmen innerhalb von 3 Jahren nicht ab, sondern zu. Das heißt, die werden dicker. Die meisten Verkaufstrainings verpuffen ohne langfristige Verhaltensveränderung und damit haben sie keinerlei bleibenden Effekt. Der Grund dafür ist der sogenannte Wirbelsturm des Tagesgeschäfts, die Tyrannei des Dringenden über das Wichtige. Die Firma Thomas Witt Consulting hat mit dem Club der Durchsetzer die 4 Disziplinen auf den Möbelhandel übertragen. Wir helfen einer kleinen Gruppe von kleinen bis mittelgroßen Möbelhäusern dabei, mit eigenen Mitteln systematisch innerhalb eines Jahres die Systematik so weit einzuüben,
dass das Unternehmen nicht nur dauerhaft auf dem höheren Abschöpfungsniveau bleibt, sondern auch die Prozesse Woche zu Woche in kleinen Schritten immer wieder verbessert. Nach dem Programm. Für immer. Auch dieses Jahr startet wieder so ein Durchsetzungsprogramm für kleine und mittelgroße Möbelhäuser. Es ist die Chance, für den Preis einer Kleinanzeige die Abschöpfung und damit den Umsatz Ihres Möbelhauses zu optimieren. Informieren Sie sich unter folgendem Link oder machen Sie direkt einen Telefontermin mit mir aus. Ich freue mich auf den Kontakt.